Hallo, 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 weiter geht's mit Clash Royale. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zum weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Ich glaube, 2 Tage ohne einen Clash Royale Part oder so. Oh mein Gott, ich hab's vermisst. Es gab ein paar Dinge zu klären, die sind jetzt am Start, die sind geregelt, die sind auf jeden Fall abrasiert, hart gegen den Strich mit Benzin natürlich oder auch noch drauf gepisst, wie auch immer. Ja, wir haben ein Schweinchen bekommen, geile Scheiße. Ja, ich habe auch heute noch einmal eine Kiste mir gegönnt. Aber dann fast echt wenig gespielt in den 2 Tagen. Ne? Wie gesagt, es sind andere Sachen, die geklärt werden mussten. Ich bin wieder am Start, Leute. Habt ihr mich vermisst? Ich hoffe doch. Schön, schön, schön. Ja, Pass Royale ist immer noch am Start. Ich könnte mir den Tower Skin gönnen, aber ich glaube, ich mache erst alles auf, wenn wir hier so auf der Hälfte sind. Geht da bis 30, oder? Also 35 sogar. Egal, dann, wie wenn wir den Skin hier haben, beziehungsweise Emote, werden wir uns das gönnen. Ich muss auch einiges hier machen an Pokalen oder wie jetzt Kronen. Entschuldigung, Kronen natürlich. Jedes spielt andere Sachen, verdammte Scheiße. Aber ich habe Urlaub. 2 Wochen, von daher läuft auf jeden Fall richtig geil. Deswegen gibt es jetzt natürlich die Videos krank wieder hinterher gespritzt bis zum geht nicht mehr, sodass ihr das ganze Zeug in den Mund bekommt. Hart, aber dreckig rein. So, hier erstmal spenden, selbstverständlich, Leute. Es muss gespendet werden. Eine neue Challenge ist gestartet, und zwar die Holzfäller, der Holzfäller-Ansturm. Ja, die Holzfäller-Ansturm. Haha, Deutsch kann er nicht. Ja, beide Königstürme schicken Holzfäller in die Arena. Nach 3 Niederlagen schattest du aus. Du hast jedoch die Chance, deinen Niederlagenzeller auf 0 zu setzen, mit den Fortschritten in der Herausforderung weiterzuspielen. Natürlich, ich habe Pay to Win lässt grüßen, deswegen kann ich mir so viel gönnen, wie ich möchte. Warum? Weil ich es kann. Ich bin ein Noob. Ja, so, okay, wir gehen zurück. Oh, du, Touchdown-Herausforderung, habe ich auch Bock drauf. Die sieht echt geil aus mit dem Helm. Gefällt mir. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier drauf und zocken eine Runde so. Leute, ich habe so viele Decks durch getried. Ich habe alles möglich gezockt und ich hänge immer wieder an einem Schweine-Packer-Deck, weil sonst kriege ich halt so dermaßen einen auf meine Nüsse, dass ich einfach nur kotzen muss. Richtig, ich kotze im Strahl, weil ich weiß auch nicht. Habt ihr Deckvorschläge, die ich antesten soll, die was für mich sein könnten? Schreibt das so gerne rein in die Kommentare, würde mich freuen. Ich werde Decks durchprobieren und vielleicht wird beim nächsten Video das Deck auch auftauchen als Profi. Als Profi, professioneller Spieler wie ich, ne? Ich wollte den Satz retten, weil es war kein Deutsch. Egal, wir gehen mal kurz hier drauf. Wir schauen hier noch, was haben wir hier? Nur für kurze Zeit erhältlich. Alter, das sind fliegende Lampen oder so. Das wäre Klopapier. Das Klopapier läuft auf jeden Fall. Hier 27,99. Leute, ich habe so dicke Sitze, ne? Malle ist halt nur einmal im Jahr. Ach, geile Emotes. Leute, wäre ich reich, hätte ich Geld wie Scheiße. Oh, ich habe Lotto gespielt. Muss ich mal checken hier. Habe ich gewonnen? Gestern war Ziehung. Habe ich gewonnen, Leute? Das wäre krass, ne? Dann würdet ihr ab sofort keine Videos mehr sehen. Milliardär! Nein, natürlich wird es noch Videos geben. So, aber nur 1 pro Monat. Nein. So, wir gehen nicht in die Herausforderung, was machen wir beim nächsten Part. Warum? Weil ich es kann. Ich übrigens hier leben am Limit, denn ich habe nur 7% Akku. Oioioioioi. Ja, richtig geile Scheiße. Ne? Ist übrigens ein neuer iPhone und so angekündigt. Auch neues iPad. Ne, ich glaube Apple Watch, ne? Apple Watch, iPhone 11, 11 Pro und noch so ein Scheiß, ne? Warum sage ich das Ganze hier? Weil wir sind, ne? Wir sind handygesteuert. Nein. Deswegen, weil ich es kann. So, weil ich habe 32, Moment, ich zeige euch mal kurz. Ich habe übrigens hier 32 Updates, die ich durchführen muss. Und glaube noch 2 Updates für iOS. Geil, oder? Habt ihr gerade meine ganzen Pornosachen gesehen? Scheiße, Leute. Hier übrigens bei Apple ist getarnt worden. Eigentlich sind da Asiaten, asiatische Pornos, die sich gegenseitig in die Münder kotzen und kacken. Weil das ist so geil. So, wir kämpfen jetzt mal, Leute. Also habt ihr Deckvorschläge? Ist der Sound jetzt da? Okay, alles klar. Es ist halt, ne? So, Andy, du wirst leider rasiert. So, wir starten mal kurz. Ich muss ein paar Kisten hier farmen. Denn Kisten sind sexy, lecker und super süß. Alter, Level 13. Was ist verkehrt mit dir, Junge? Du musst eigentlich auf 15.000 Pokale sein. Holy moly Macaroni. Pass mal auf hier. Ich krieg 17. Was kommt denn noch alles hier? Bist du hier ein Spammer oder was? Sie verarschen? Spammt dir hier die Scheiße rein. So, wird sich gedreht. Läuft wie ein Wutzauber. Kein Wunder, jetzt merke ich, warum er 13 ist bei so wenig Pokal, weil er einfach nur Scheiße ist. Riesige Scheiße. Fuck, ich habe Batman nicht erwischt. Oh, das mache ich jedes Mal, ne? Jetzt hätte er locker noch einen Hit geschafft, vielleicht sogar 2. Ich setze den. Ich fail ihn. Bei den Fledermäusen fail ich immer den Sepp. Das muss noch geübt werden. Ihr seht es, ich bin nicht perfekt. Ich bin nur fast perfekt. Was ist. Ich check. Ich irgendwie. Bin ich zu doof immer jetzt mal dafür? So. Guter Counter auf jeden Fall. Wir machen den 2-Seiten-Bums. Kobold passt von links. Rechts kommt der dicke Päcker. Oh, da muss er 13er Elite-Barbaren spammen. Oh, links. Oh, da kommt der Sepp. Natürlich one-shottet mein Sepp alles. Seiner. Alles meine Truppen. Ah, der hat so hohe Karten, Andy. Was ist verkehrt mit dir? Darauf erstmal den hier. Knusprig, lecker, geil reingedrückt. Alter, diese Leute, ne? Pay to win, lässt grüßen.
So, Level 11. Natürlich kann sein, dass er super lange zockt und deswegen schon so hohe Level hat, aber so Karten, ne? Aber trotzdem. Ich finde es halt, er hat schon einen krassen Vorteil, wie ich finde. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist schon ein Vorteil, der auf jeden Fall am Start ist. Und den darf man nicht unterschätzen. So, hier kurz den rein. Wutzauber schon wieder von ihm. Was ist denn verkehrt mit ihm? Was um Gottes Willen ist verkehrt mit ihm? Ja, so viele Truppen schon wieder, ne? Der wieder ein Sepp gefällt. Hat denn die vielen weiter vor? Egal. Holy shit. Der hat Bock auf jeden Fall. Richtig Bock. So, links lass ich durch. Alter, ich brauche drei Hits. Ich brauche drei Hits, um rechts die Lakaien kaputt zu machen. Er macht nichts mehr. Er ist AFK oder so. Da kommt der Sepp von ihm. Alles Lächeln. Gar kein Ding für den King. Dann kommt der Wutzauber. Deswegen werde ich auf jeden Fall den da reindroppen. Und den da. This side of love. Er spielt auch total kotig, ne? Als hätte er einfach nur Kot genascht den ganzen Tag. Was macht er denn da? Jetzt aber. Nicht failen. Na endlich, kann das doch mal. So, links werden wir jetzt den Tower uns gönnen. Sollte reichen. Sepp gefällt. Das ist verkehrt. So, ich verteidige jetzt hier. Ich bin auch nicht gut, ne? Also ich sag um Gottes Willen, ich will jetzt niemanden hier von wegen sagen, dass er einfach nur scheiße ist, aber... Ja, schon krass, ne? Das ist schon richtig krass. Wieder Wutzauber drauf. Pass auf, falls er Sepp hat. Ich halte schon meinen Finger bereit auf die Walnuss hier. Alles Klärchen. Machen wir das so. Das reicht auch wieder. Schön, schön, schön. Ja, was soll man dazu sagen? Eine richtig krasse, kranke Karten der Andy am Start von Clash French. Er ist nicht ein Franzose, ne? Kann auch nichts dafür, dass er halt einfach nur Code ist. Nein. Aber trotzdem, was willst du machen, ne? Er ist halt nicht der geborene Pro-Gamer. Ich will aber mich über niemanden lustig machen. Aber du warst scheiße. Nein, natürlich nur ein Scherz. So, weiter geht's. Nächster Kampf. Ja, das will ich, bin ja auch genauso schlecht. Aber viele schreiben mir in den Kommentaren tatsächlich, was hat mich motiviert. Oh, 5% Leute. Das hat mich wirklich motiviert und aufgebaut. Jemand hat geschrieben letztes Mal in den Kommentaren, ich werde besser. Er verfolgt mich und er merkt einen Unterschied von meinem Skill. Leute, das finde ich gut. Es ist echt schön, dass ich besser werde. Und man sieht auch von den Pokalen, ich bin jetzt schon bei 5000 wieder. Das war ich am Ende ja auch, 5-1. Aber Leute, das sieht ganz gut aus, ne? Das ist schon ganz sexy. Es wird besser und das finde ich gut. Oh, den Skin. Er hat den Skin. Er hat einen Inferno Tower. Finde ich halt richtig scheiße. Hat er noch einen Zap? Ah, sie wird halt auch noch fokussiert, ne? Komm, dreh dich einmal, Bitch. Ah. Jemand schaut zu. Oh. Kann ich auch, mein Freund. Er hat ein ekliges Deck. Er hat einen Inferno Tower. Oh Gott, wirklich. Jetzt habe ich genau den da reingedroppt. Und sie verrecken wieder nicht. Sie verrecken wieder nicht, weil er höheres Level hat. Oh, das finde ich kacke. Mein Sepp ist scheiße. Oh, Leute. Guck mal, dass du wieder alles mit Tower geht auf 919, weil mein Sepp nicht so krank ist. Oh, finde ich scheiße. Finde ich scheiße. Das demotiviert mich schon wieder. Das demotiviert mich richtig. Das ist doch kacke. Das ist richtig kacke. Das ist mehr als kacke. Das ist Hühnerkacke. Oh, richtig scheiße. Jetzt läuft die Holzfäller auch noch durch. Warum wird der nicht getriggert? Unnötigen Damage jetzt bekommen. Ärgerlich. Ärgerlich. Unnötigen Damage. Den ganzen Damage auf der linken und rechten Tower hätte ich jetzt vermeiden können. Das war einfach nur Fails von mir. Obwohl mit dem Zap hätte ich nichts machen können. Ja, das ist schon eklig. Ja, das ist schon eklig. Das ist schon eklig, Leute. Oh, natürlich genau dann. Ist also nicht egal, ob ich Sepp oder nicht. Weil er wäre eh down, weil mein Sepp würde nicht reichen. Ich muss meinen Sepp hochpushen. Habe ich nicht genug Gold? Ich glaube, ich habe sogar genug Gold für den Sepp. Deswegen muss mein ganzes Geld ausgeben. Es funktioniert sonst nicht. Das kann nicht funktionieren. So, die Madame mal anschieben ein bisschen mit dem Ding hier, Kollegen. Jawohl, schön, schön, schön. Rübergezogen, eklig. Es war nicht der Sepp, der das Ding jetzt entschieden hat, sondern meine beiden Fehler. Erstmal, dass ich den Holzfäller nicht aktiviert habe, beziehungsweise rübergezogen habe. Und, ja. Egal, Leute. Gar kein Problem. Jeder gewinnt mal. Jeder verliert mal. Oh, der Holz auch noch perfekt gesetzt. Was ist verkehrt mit ihm? Was war das denn von ihm? Was war das denn von ihm? Also, Sepp muss hochgezogen werden. Das kann so nicht funktionieren. Ne, das wird sonst nicht so funktionieren. Boah, ist das eklig. Mein Tau geht auf 900 Damage, weil mein Sepp nicht das Level hat,
Welches ist mein Level 11 oder so, ne? Einfach nur, weil ich die nicht wegbekomme und die mit 1 HP überleben. Richtig geile Emotes, auf jeden Fall bei ihm am Start. Läuft auf jeden Fall. Der war Level 10 und hatte so hohe Karten. Interessant. Egal. Mein Set muss hochgezogen werden. Es geht nicht anders. Kann ich? Ich kann mein Set nicht mehr upgraden. Fuck my fucking fuck. Also mein 12er Set schafft es nicht. Waren das 11er oder 12er? Koboldfass. Muss jetzt kurz abchecken hier. Mein 11er Set schafft es nicht, das kaputt zu machen. Das ist ja richtig kacke. Also. Alter, er hat Level 12 Fass. Warum hat er Level 12 Fass? Was ist verkehrt mit ihm? Alter Schwede. Profil ansehen. 5200, ja, ungefähr auf meinem Bereich, aber er ist halt nur Level 10 oder Level 10 noch. Er hat schon mal seine Karten, nur die er spielt, hochgezogen, den Rest nicht. Warum? Weiß niemand. Auf jeden Fall, das war doof. Das war doof. Finde ich kacke, sowas. Nee, ich ärgere mich hier gerade. Das ist nicht gut. Ich sollte mich nicht ärgern. Ärgert ist nicht gut. Oh, 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 oh. Ein Asiate. Das heißt, er hat kein Leben. Keine Seele, Entschuldigung. So, Hexe von hinten. Oh, ich will das Emote. Das ist toll. Warum hat der so tolle Emotes? Habt ihr das gesehen? Das war voll toll. Das war richtig toll, das Emote. Lalalalala. Da kommt er hart von Leech. Schaff ich es, Packer zu setzen? Dankeschön. Dieser Sprung. Warum springt der überhaupt noch? Kannst du mir gerade sagen, warum er da gesprungen ist? Da gibt gar keinen Sinn hier, die ganze Scheiße. So, Packer läuft. Komm, kleinen Scheiß, wenn er seppig. Ja, ein bisschen, ne? Ich hab die doch. Ja, wieder. Siehst du, 12er bekomme ich mit dem Sepp nicht kaputt. Mein Sepp ist scheiße. Offiziell ist mein Sepp Code. Da kommt der Ritter reingerannt. Und der Ritter weiß, wie es läuft. Denn er ist ein Ritter. Oh, guck mal, jetzt kann ich Kobold fast droppen, ne? Er hat ein Holz raus. Hat er noch einen Sepp? Hat er Holz und Sepp? Ne, hat er nicht. Das läuft doch hier. Das gefällt mir sogar. Das ist super lecker. Ich hab nicht genug, oder? Nicht chargen, nicht chargen. Ah, mir ist gecharged. Ah, shit. Haben wir jetzt ein Holz von ihm? Ja, ist er dann Sepp. Okay, Sepp und Holz. Wisst ihr Bescheid? Lass ihn ein paar Hits machen, ich hab grad Angst. Ich lass ihn mal durchlaufen, weil ich hab Angst. Nicht mal ein Hit, Leute. Easy going. Gar kein Ding für den King. So, Power auf den Packer von hinten schon anlaufen, links. Und wenn dann rechts Druck aufbauen mit Schweinchen und Koboldfass. So ist der Plan. So wird es funktionieren. Und so machen wir das. Gar kein Ding hier, Leute. Gar kein Ding. Rübergezogen. Not bad. Not bad. Walnuss kommt. Walnuss kommt immer noch. Für den nächsten Packer, bitte, 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 voll. Ah, Mist. Nächster Packer kommt. Ja, meine Hexe stirbt. Holz raus. Holz raus, Leute. Holz raus. Er hat nichts mehr. Holz ist raus. So, Fischer, weg damit. Weggefischt. Haha. Ja, ich kann nicht setten, ne? Ich bin zu doof zum setten, oder was ist da los? Nicht zu viel Damage, deswegen kurz den Kollegen noch drauf. Ne, mach kaputt den Rotz. Oh, 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 oh. Da kommt der Sprung. Da ist der Sprung. War Flächenschaden, ne? Wie war das? Genau, Flächenschaden gegen so ein Scheiß war das. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Spielen wir das so. Mit eine Walnuss rein. Ah, die Walnuss wird auch getroffen von dem Pass, von dem Holz, was mir nicht gefällt. Aber so ist es, ne? Also mal ist halt nur einmal im Jahr. Deswegen easy going. So, links kurz reingetestet. Reingeschnuppert. Kommt die Hexe. Dankeschön, nicht darauf gechart, das gefällt mir. So, Schweinchen von links. Noch alles im Rahmen des Machbaren. Sepp kommt. Reicht natürlich wieder nicht.
Trotzdem ein Hit. Nur ein Hit. Nur ein Hit. Holz kommt. Ist egal. Team war alles gut verteidigt. Bloß kein Unentschieden. Bloß kein Unentschieden. Darauf habe ich gar keinen Bock. Wir sind besser. Wir sind in der Überzahl. Sehr schön. Fast kommt von rechts. Ich bin hochkonzentriert. Instant natürlich von ihm. Der Scheiß. So, Pekka an der Brücke. Holy shit. Schweinchen von links. So, jetzt kommt Pass. Boah, es reicht. Ich hab das gesehen. Es reicht halt noch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Hab ich verloren, ne? Holy shit. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mit 256 HP. Ich war so konzentriert. Ich habe so gut gespielt. Ich habe es zumindest versucht und trotzdem am Ende verkackt. Leute. Schreibt's rein. War das nicht gut? Das war mega gut. Und darauf erstmal mein Bart streicheln. Ich habe ein bisschen Zärtlichkeit verdient. Holy shit. Verdammte Axt. Da ging das Licht aus. Ich hatte irgendwie am Ende... War ich überfordert, ich wusste nicht, soll ich also rechts irgendwie versuchen zu verteidigen oder schaffe ich es so schnell, links noch irgendwas zu reißen? Oh, nee, 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 nee. War doof. Das war doof. Komm, Fass. Schunge. Droppst du Fass? Eine Walnuss rein, warum? Die kann's halt, ne? Die weiß, wie der Hase läuft. Tschüss. Oh, nochmal gespammt. Willst du dich verarschen? Sehr viel Luftdruck, was ich kacke finde. Ich habe nur eine Hexe gegen Luft. Das ist richtig scheiße. Hm, interessant. Nicht schlecht, aber er macht trotzdem noch einen Hit auf den Tower, ne? Ja, einer kommt trotzdem durch, mein Junge. Wie scheiße war das denn von ihm? Was ist verkehrt mit ihm? So, kurz Hexe rein hier. Das Einzige, was ich in Luft habe, ist drin. Es könnte hart werden. Das könnte definitiv hart werden hier gegen ihn. Aber nur, weil er so viel Lufttruppen hat. Ein Fass. Okay. Drop rein den Scheiß. Dafür darf meine Hexen ein bisschen hinten auf rechts. Ja, schön. Da kommen die Hits. Knackig locker raus. Oh, holy shit. Was ist denn da verkehrt, mein Junge? Hier noch ein Schweinchen drauf. Da kommt der nächste Golem. Ja, das ist Tower rechts. Haben wir schon mal. Sehr schön. Das gefällt mir. Dankeschön. So, da müssen wir aufpassen, weil ein Golem in einer, beziehungsweise in Overtime mit Double Elixier kann halt mal eben auf 3 gehen. Da muss man echt aufpassen. Da muss man wirklich aufpassen. So, rechts ja jetzt hier kein Problem. Jetzt noch eine Walnuss rein, warum wir es können. Dann kommen wir hier noch mit der Hexe on this side of love. So. Alles schon verteidigt. Wir bauen Druck natürlich auf nach vorne. Da kommt sein Fass, mir egal. Dann soll es halt kommen. Holzfäller da noch am Start hier. Meine Fresse, ist das ein kleiner Zipfelklatscher. Mit Holzfäller und so ein Scheiß alle am Start. Das erlaube ich nicht. Das möchte ich nicht erlauben. Überlebe, überlebe, überlebe. Schade. Schade, schade, schade. Aber Druck aufbauen, Leute. Ja, Tier rüber. Ist okay. Den Scheiß da rein. Hier kurz reinseppen. Dankeschön. Alles gut hier. So Druck aufbauen auf nächsten Tower. Ja, spielt er unklug. Spielt er nicht klug. Ich als gelernter Profi-Golem-Zocker weiß, wie der Hase läuft. Und zwar genau nicht so. So, jetzt kriegen wir noch einen zweiten Tower. Und ich ersepp noch. Egal. Easy going. Das Licht ist aus. Ausgeboostet. Oh, ich habe das falsche Emote gespammt. Jetzt aber. Dankeschön. Ja, sehr, sehr schön, Leute. Das war dann eine Goldtruhe. Und ich würde sagen, das war es von diesem wunderbaren Part. Mein Akku sagt 1%. Läuft auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich freuen.
aktiviert die Glocke für mehr Videos und seid ein Haufen super nicer Boys. Schönes Wochenende, genießt die freie Zeit mit der Familie, mit Freunden, wie auch immer. Oh, hier, iPad aus. Bis dann. Reingehauen. Oh, es ist grün hier. Kein Signal. Was soll ich denn machen? Bis dann. Tschüss.